Hallihallo und herzlich willkommen hier aus Leipzig Messe. Ich begrüße euch hier mit oder von diesem Mitropa-Sonderzug, der hier einmal unterwegs ist, zusammen mit der Baureihe 250 der Reichsbahn, beziehungsweise heute Nummerierung Baureihe 155. Hinten dran haben wir diese Mitropa-Wagen der Reichsbahn, ja, hier in dieser wunderschönen Reichsbahn-Lackierung. Da sogar noch ein Speisewagen hinten mit dran. Ja. Da sehen wir es, Mitropa. WRM-Typ Bauart und dann haben wir hier noch diese BYU-Wagen. Sehr, sehr schön und damit fahren wir einmal über die Strecke. Hier auf Rapid Transit waren wir schon sehr lange nicht mehr unterwegs. Ich würde sagen, wir setzen uns mal in den Führerstand, rüsten auf und fahren dann los. Signal ist schon gestellt. PZB und LZB sind an. So, PZB Ende wird hier schon... blinkt hier schon auf. Ich weiß nicht genau, wieso. Eigentlich müssen wir vielleicht nochmal die LZB ausschalten und wieder einschalten. Machen wir uns einmal ganz kurz Licht an, hier im Motorraum, im Maschinenraum und gehen einmal kurz zu dem Schaltschrank rüber. Wo ist denn die LZB? Das ist die Batterie. PZB ist, können wir direkt in die obere Zugart wechseln. Stromabnehmer 2 passt. Bremsmodus R ist in Ordnung. In diesem Fall PZB Hauptschalter, LZB Störschalter unterbrochen. Ist jetzt die LZB aus, frage ich mich. Ja, jetzt schalten wir sie wieder an. So. Dann einmal Licht wieder aus im Motorraum. Und Türen schließen. Dann schalten wir uns mal die Instrumentenbeleuchtung noch an. Wir gehen mal mit dem Zugkraftwähler ein bisschen runter, genauso mit dem Bremskraftwähler. Einmal den Bremsschlüssel auf eingestellt, ziehen die Lokführerbremse, die Zugbremse lösen wir. Wir legen aber die Lokbremse nochmal an. So, und dann schalten wir einmal das hier noch auf dunkel, genauso wie den hier. So, dann haben wir das. Einmal ganz kurz... Genau, Instrumentenbeleuchtung schalten wir uns noch hier an, die Kontrollleuchte und die Führerpultbeleuchtung machen wir uns auch an. Hier noch die Instrumentenbeleuchtung an, Leuchtmelder prüfen, das leuchtet doch alles auf, hervorragend. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit, PZB funktioniert soweit, Spitzensignale noch eingestellt, ja, die sind nämlich noch nicht an. Einmal auf weiß und einmal auf weiß. Führerstandsbeleuchtung lassen wir aus. Instrumentenbeleuchtung ist an. Lüfter, Kompressor, Zugheizung. Zugheizung gerne noch an. Transformator, Hauptschalter, Stromabnehmer. Das passt soweit und das ist die PZB. Sie verlassen wir wie immer aus und können dann eigentlich losfahren. Auf geht's. So, ups, jetzt haben wir die, immer ein bisschen hakelig. Einmal die direkte Bremse bitte lösen. Und wir schalten die ersten Leistungsstufen auf und fahren los. Ich würde gerne ein bisschen höher sitzen. Können wir nicht die Sitzhöhe? Ja, können wir verstellen. Ja, das gefällt mir schon eher. Und auf geht's. War noch Schlange nicht mehr in der Baureihe 155. Signal zeigt Fahrt. Ich glaube, wir müssen mal den... Der Transformator ist an. Kompressor automatisch. Lüfter. Ja. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir den Sound. Der Lüfter muss natürlich an, ansonsten überhitzen unsere Fahrmotoren und das wollen wir nicht. Wir dürfen 160 fahren. Vmax ist für uns heute 140. Beziehungsweise, was darf denn die Baureihe 155 maximal fahren? Weiß ich gerade gar nicht. Darf sie 140 überhaupt fahren? Das steht da nicht. Steht auch hier nicht. So, schalten wir mal die Leistung ab. Irgendwie fehlt mir der Sound hier im Führerstand. Kann das sein?
wollen wir den Fahrmotorlüfter auf Trafolüfter? Ah doch, okay, es ist einfach nur leise. So, wieso sind wir eigentlich in der unteren Zugart? Ach so, ja, wir hätten natürlich die PZB natürlich nochmal ausschalten müssen und wieder einschalten. Ja. Das ist natürlich unvorteilhaft. Die Höchstgeschwindigkeit ist sowieso allerdings 120. Von daher können wir eigentlich auch. Ja, es ist ein bisschen witzlos, jetzt 120 zu fahren, tatsächlich. Quatsch, nicht 120 zu fahren, sondern in der mittleren Zugart zu fahren. Deshalb machen wir das einmal wie folgt. Wir werden an der nächsten Station einmal ganz kurz anhalten und dort dann die PZB einmal noch umstellen. Sehr schön. Können wir nicht den Lüfter ausschalten? Ja, dann ist das ein bisschen zu ruhig, ne? Außerdem ohne Lüfter zu fahren ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft für unsere Lok. So, jetzt sind wir in der LZB. So, genau, die PZB ist eigentlich, müsste glaube ich der 70er Leuchtmelder auch aus sein. Ein bisschen zurückstellen, genauso wie den Bremskraftfehler. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn wir die 120 erreicht haben und wir dann weiter beschleunigen. Ich glaube nämlich schon, ja. Das ist ja keine moderne Drehstrom-Lok mit Fahr- und Bremsschalter und AFB, sondern da müssen wir natürlich selbst gucken, wie schnell wir fahren, trotz LZB. Achso, ich wollte eigentlich anhalten, ne? Der Halt wurde einem leider nicht angezeigt im HUD. Normalerweise wird ja doch ein Bahnsteig im HUD angezeigt, oder nicht? Flankenschutzweiche. Windräder. Windräder oder der Albtraum Bayerns. Naja. Da kommt jetzt jemand entgegen. Wir sagen einmal kurz Hallo. Dosto. Noch 182 hinten dran.
Ja, schön auf jeden Fall, oder? Dieser Zugverband hier. Repaints aus dem Creators Club. Sowohl von der Lok als auch von den Wagen. Alles aus dem Creators Club. Sind natürlich nicht die originalen Reichsbahnwagen. Nur das ist klar, das ist kein BON-Wagen, sondern ein BPMZ-Wagen. Und das ist natürlich auch kein Speisewagen, sondern auch nur ein Großraum-Zweite-Klasse-Wagen. Aber halt eben einfach eine Lackierung des Speisewagens. Und ich finde, im Außen macht das Grund halt nicht was her, ne? Und wenn wir so reingucken, dann können wir, dann wissen wir ja gar nicht, ob da jetzt ein Speisewagen drin ist oder nicht. Und hier entsprechend die M-Wagen, Eisenbahn Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn, Heimatbahnhof Zwickau. Sehr, sehr schön. Was steht bei den anderen Wagen drauf? Pressnitztalbahn. Genau. Und bei unserer Lok. Ah ja, BB Dresden. Sehr, sehr schön. So, ein bisschen Leistungsstufen wieder rein. Wir sind etwas zu langsam. Zum Trainspotten. So. So, schalten wir denn noch Leistung auf? Ja. Ja, tun wir. Signale zeigen Fahrt. ZB-Bereichskennungswechsel. Ja, mal wieder auf Rapid Transit unterwegs, der ältesten deutschen Strecke, die wir im TSW haben. Und also klar, man merkt irgendwie mal der Strecke so ein bisschen an, wie alt sie ist, das ist ganz klar, aber irgendwie ist sie doch noch ganz nett. Ne, also, wenn man einmal alle 6 Monate hier mal auf der Strecke unterwegs ist, ist es eigentlich gar nicht mehr so cool. Man darf halt nur nicht häufiger da unterwegs sein auf der Strecke. So, wir halten hier mal an. Fahrstufenschalter auf 0. Wir halten hier vorne mal an. Dann können wir einerseits mal kurz die PZB ändern. Den PZB-Modus. Auch wenn es jetzt ein bisschen irrelevant ist, weil wir eh in der LZB sind, aber trotzdem. Und dann können wir den unseren Fahrgästen auch einen kleinen Zwischenhalt hier mal spendieren. Und vielleicht möchte ja jemand dazu steigen. Wir sind ja heute praktisch eine Museumsfahrt. Ein Sonderzug, der hier unterwegs ist auf der Strecke. Da wollen wir doch den Leuten ein besonderes Erlebnis anbieten. Das ist doch ganz klar. So, wir halten an. Mal den Fahrmotorlüfter auf aus und machen die Türen auf der rechten Seite auf. Klappt das überhaupt, frage ich mich. Mit der Baureihe 155 die Türen zu öffnen? Ich glaube nicht wirklich. Oder? Na, wir können sie auch von Hand öffnen. Moment.
Gehen wir einmal durch und öffnen einfach mal die Türen von Hand. So, verehrte Fahrgäste, Sie können ein- und aussteigen, wenn Sie wollen. So, auch im Speisewagen ist natürlich Platz für Sie. Genießen Sie dort unsere Speisen. So, und so. Hier in Delitzsch. Sehr, sehr schön. Dann können wir einmal ganz kurz in den Führerraum zurückkehren. Und einmal PZB und LZB ausmachen und jetzt wieder anmachen. Genau, dann passt das jetzt soweit. So, dann schließen wir die Türen wieder, einer nach dem anderen. Der Zug hinter uns hat schon leichte Verspätung. So, bitte zusteigen, die Türen schließen, nicht automatisch, aber sie schließen. So, Türen zu. Und einmal zu, zu. Und schließen, 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 schließen und schließen. Sind alle Türen zu? So. Zu, zu, zu. Keine Tür vergessen. Jawohl, alle Türen sind zu. Dann würde ich sagen, Bremse lösen und allons-y. Und auf geht's. Wir sind jetzt natürlich wieder in der Beeinflussung, weil wir die PZB an- und ausgeschaltet haben, beziehungsweise andersrum aus- und angeschaltet haben. Wir können uns aber befreien. Und beim nächsten LZB-Bereichskennungswechsel werden wir dann hoffentlich wieder aufgenommen. Vom Max gilt aber nach wie vor 120, denn unsere Lok kann nicht schneller als das. Ja, wie hat das Ganze hier funktioniert? Das Ganze ist kein Szenario, sondern zunächst im Freeroam-Modus, nee, gar nicht, im Formations-Designer diese Formation jetzt zusammengestellt mit der Baureihe 155 und den entsprechenden Wagen hier aus dem Creators Club. Ich versuche die Repaints alle zu verlinken in der Videobeschreibung. Ne, also die Formation im Grunde genommen zusammengestellt. Und daran anschließend an Leipzig-Messe gespawnt, den Zugverband gespawnt, sich einen Weg einfach gestellt hier über den Freeroam-Modus. Und der Rest ist ja ein Selbstläufer. Das kennt ihr ja mittlerweile, die häufiger hier zuschauen, wissen ja, dass ich das häufig jetzt so mache mittlerweile. Dass das Szenarios aus der Community nicht mehr so oft zu sehen sind. Es war auch sowieso immer ein bisschen schwierig, wirklich gute Szenarien zu finden. Lange Zeit hatten wir wirklich sehr, sehr gute Szenarien von meinem guten Freund, dem Tom Fresco. Aber das alles ist so ein bisschen unnötig geworden, dahingehend, weil wir einfach den Fahrplan benutzen können und einfach unseren eigenen Zug da hinein spawnen können. Und dann haben wir ja schon KI-Verkehr. Und das ist in den meisten Fällen ja vollkommen fein. Und so habe ich das hier heute auch gemacht. Dementsprechend, ja, sind wir ganz normal im Fahrplan unterwegs, im 2021er Fahrplan von Rapid Transit. Und nutzen mal ganz kurz die Gelegenheit hier in der Kurve, um ein Foto zu machen.
Das sieht nämlich immer ganz schön aus, wenn der Zug in der Kurve ist. Das gefällt mir mal sehr. Einmal das Sichtfeld runtergestellt, die Schärfentiefe eingestellt, den Schwerpunkt auf die Lok vorne gesetzt, also den Fokus im Grunde genommen. So, einmal das hier ausgeschaltet. Und, na wobei, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Belichtung. So. Ja, ne, sieht doch ganz schön aus hier mit dem Zugverband. Mit der Baureihe 250. Der Reichsbahn 250. Baureihe 250 hat eine Anfahrzugkraft von ganzen 480 kN. Ist ja wirklich ein... Ja, ein Ungetüm an Kraft ist. So, 120 sind erreicht. Leistung einmal abgeschaltet. Sind hier mit der 013-0 unterwegs. Dreiachsiges Drehgestell. Ne? Da seht ihr es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also wirklich wahnsinnig viel Traktion, die da auf die Schiene gebracht werden kann. Eine absolute Kraftmaschine. So, Ankündigung auf 100. Huch. Was war das denn? Ach, Sandtaster. Aber wofür? Für die 100? Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Für die 100? Den Wachsamtaster? Oder habe ich da noch irgendwas übersehen? War hier irgendwie halt zu erwarten oder sowas? Tja, meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie diese Unannehmlichkeit mit der Zwangsbremsung. Ihr Lokführer ist von Blindheit leider geschlagen. So, Hauptluftleitung ist gefüllt auf 5 Bar. Hauptluftbehälter 10 Bar. Bremszylinder, Drehgestell 1 und 2 sind bei 0 Bar. Dann können wir wieder Leistung aufschalten. So, auf geht's. Ich weiß jetzt wirklich nur nicht, ich habe es jetzt nicht genau gesehen, warum wir überhaupt die Zwangsbremsung bekommen haben, weil wenn da ja nur eine Geschwindigkeitsherabsetzung auf 100 km/h angezeigt wurde, dann dürfte ja eigentlich der Tausender nicht aktiv gewesen sein.
So. Wir befreien uns wieder. Und gehen auf die 100 hoch. Tatsächlich war die 155 bzw. 280 wäre theoretisch in der Lage gewesen, wenn man sie entsprechend noch bautechnisch angepasst hätte, wäre man dazu in der Lage gewesen, tatsächlich 160 km/h mit der Lok zu fahren. Da allerdings im Netz der Reichsbahn keine Abschnitte existierten mit einer Geschwindigkeit von über 120 km/h, wurde aber halt kein Bedarf dafür gesehen. Also am Ende, hier ist die LZB wieder. Ja, da sind wir wieder in der LZB. Tatsächlich wurde dann die Umstellung der Lok oder die Heraufsetzung der Lok der Maximalgeschwindigkeit auf 160 km/h wurde dann niemals unternommen, weil es war unnötig. Ne? Im Netz der Reichsbahn konnte man zu dem Zeitpunkt zumindest nicht schneller als 120 fahren. Von daher wäre das einfach eine unnötige Investition gewesen. Nach der Wende, also nach der Wiedervereinigung, wurden allerdings diese Pläne auch dann komplett verworfen, die Maximalgeschwindigkeit der 155 auf 160 zu setzen. Einfach weil dann zu dem Zeitpunkt andere Loks bereits im Verkehr waren oder in Konstruktion waren und da einfach kein Bedarf mehr gesehen wurde, bei diesen alten 155ern da jetzt technisch das Ganze so umzurüsten, dass sie 160 fahren dürften. Dementsprechend haben wir weiterhin die 155er, die VMAX 120 fahren können. Einmal über die Überführung. Und wir dürfen in 2,7 Kilometern 257 km fahren. I doubt it. Ich glaube nicht. Muss ich ganz kurz einen Screenshot machen. Jetzt sind wir einmal über diese Überführung durchgefahren. Und haben da was Gelbes. Einmal Fahrstufenschalter ablaufen lassen. Okay, das ist aber nicht für uns. Huch. Ja. Das ist aber für uns 120. Okay. Ah gut, wir sind hier eh... Oh. LZB Ende hat geblinkt. Ich wollte gerade sagen, wir sind eh in der LZB, aber das stimmt ja gar nicht. Da hat LZB Ende tatsächlich geblinkt. Die LZB sagt auch, in einem Kilometer dürfen wir dann V-Ziel 100 fahren. Okay. Ach, wir müssen anhalten. Okay. Okay, wir haben uns natürlich jetzt fälschlicherweise befreit, weil wir einen 500 scharfen 500 Hertz Magneten zu erwarten haben. Allerdings
gilt doch, glaube ich, die Einschränkung, dass man sich nicht befreien darf, wenn in den nächsten 550 Metern, meine ich, ein 500-Hertz-Magnet auf einen zurollt. Oder wir auf diesen zurollen. Und da wir ja mehr als 550 Meter von ihm entfernt waren, wird es ja in irgendeiner Form in Ordnung gewesen sein, dass wir uns befreit haben. Nichtsdestoweniger, das Signal zeigt trotzdem jetzt gleich Halt an. Wobei. Ah, nee, das ist unser Signal. Da werden wir jetzt wohl einen Zug durchlassen müssen. Oh. Ja, so viel zum Thema 500 Hertz Magnet. So, wir bleiben stehen. Signal zeigt eh Halt. Das war geplant. So. Dann warten wir mal auf das, was jetzt gleich da durchkommt. Durchsaust. Also noch sehe ich nichts. Da, okay, der wird das sein. Der hat auch schon hier Signal. Das heißt also, der wird gleich losfahren. Und sobald der vorbei ist, nehmen wir dann danach die Weiche und fahren dann hinterher. Okay, gut, dann warten wir natürlich gespannt und gebannt auf den Zug. Ja, Baureihe 155. Schöne Lok, sind wir schon lange nicht mehr gefahren. Das müsste die Baureihe 155 aus Bremen-Oldenburg sein, also die eigentlich in der Pressnitztalbahn-Lackierung mitgeliefert wird. Genau. Und dann haben wir hier hinten von der linken Rheinstrecke die erste Klasse Abteilwagen. Hier als BOM-Wagen. Den Mitropa-Speisewagen, der, glaube ich, von der Pressnitztalbahn eigentlich heutzutage noch geführt wird. Und die BYU-Wagen der Reichsbahn. Schön, sehr, sehr schön. Also wirklich ein schöner Zugverband, finde ich, auch so farblich. Allein dieses Grün, ist das Chromoxidgrün? Ich finde das richtig, richtig schön. Zusammen mit diesem Rot und diesen Beige-Effekten. So, ich glaube, da kommt jetzt ein Zug. Ob das wohl ein Dosto ist? Schauen wir mal. Ja, klingt danach. So, wenn der vorbeigefahren ist, dürfen wir dann auch wieder weiter. Der wird jetzt, glaube ich, auch direkt hier vorne anhalten, oder? Ja, hat er hier einen Bahnsteig? Nee, ich glaube nicht. Ah, da ist der nächste Bahnsteig. Und da kommt auch schon der nächste entgegen. Mal gucken, ob wir den auch noch durchlassen müssen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder... Ja, wobei, durchlassen, nee, der wird vermutlich über dieses Gleis hier kommen. Aber mal schauen, wir gucken einfach mal, was uns gleich der Fahrdienstleiter sagt, was wir machen können. Wir dürfen gleich natürlich nicht schneller als 25 km/h fahren, 500 Hertz Beeinflussung. Das heißt also, bis zum Signal müssen wir ein bisschen schleichen. Und ab da können wir dann schon mal auf die 40 hoch. Na? Ich denke mal, unser Signal müsste jeden Augenblick sich gleich umstellen. Ansonsten müssen wir anrufen und sagen, dass Signal P6745 uns nach wie vor eine Farbe anzeigt, die wir nicht so gerne sehen. Aber wisst ihr was, wir können einfach mal fragen. Wo ist das Telefon? Da. Rufen wir mal an.
Okay, auf Signalwechsel warten, hat der Fahrdienstleiter gesagt. Wir haben dich im Blick. Ich gebe dir gleich Fahrt. Wir könnten natürlich schon mal auf Signal zurollen, aber das macht man ja eigentlich nicht. Auf ein haltzeigendes Signal anfahren. Vielleicht müssen wir tatsächlich auf den Gegenzug in irgendeiner Form noch warten. Ja, okay, der wird nicht über das Gleis links kommen, ne? Weil hier... Oh, kann das sein, dass wir die im Weg stehen? Ne, wobei, nee, der müsste ja spätestens dann dem Signal dann auf uns warten. Genau, okay, der fährt jetzt los und fährt vermutlich bis zu dem Signal und muss warten, bis wir durch sind, weil wir gerade auf dem Gegengleis unterwegs sind. Und sobald der hier vorne gleich dieses Signal passiert hat, dürfen wir dann fahren. Wir lösen schon mal die Bremse. So. So, ich weiß, wir dürfen jetzt eigentlich nicht drauf zufahren, aber wir rollen schon mal ganz langsam los. Ganz, ganz langsam. Das sieht keiner. So. Dann dürfte sich doch eigentlich das Signal jetzt gleich umstellen. Oder doch nicht? Na? So. Hat ein bisschen gedauert, aber da ist es jetzt. VMAX 25. Müssen natürlich aufpassen. So, 500 Hass aus, befreit sind wir, dann können wir direkt auf die 60. Da vorne wartet nämlich schon der Gegenzug auf uns, bis wir sein Gleis frei machen. Mit 60 über die Weiche. Ich hoffe, das ist uns richtig signalisiert worden. Ja, scheint zu passen auf jeden Fall. Und dann dürfen wir auch gleich 120 fahren. Sobald wir die Weiche freigemacht haben, darf er dann auch fahren. Was jetzt der Fall sein dürfte. Halle, die S8. Genau. Fährt an, fährt los. Mit einer 143. Vorbei an Greppin. Nee, Krepp. Wie heißt denn der Ort noch gleich? Aber auf jeden Fall haben wir halt zu erwarten. Daher beschleunigen wir jetzt gar nicht so sehr, sondern halten einfach nur die Geschwindigkeit. Doch, Krepin.
Signal zeigt mittlerweile Fahrt. Wir gehen mal ein, zwei Fahrstufen weiter hoch, aber natürlich nicht zu sehr, weil wir nach wie vor einen Zug vor uns haben. Ein, zwei weitere Fahrstufen geben wir auf jeden Fall mal frei. Haben aber langsam Fahrt zu erwarten. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Halt zu erwarten. Ist das? Interessant. Okay, ja, scheint aber tatsächlich irgendwie überwuchertes, überwildertes Gleis zu sein. Nächster Haltepunkt bzw. nächster Bahnhof, den wir hier durchfahren, heißt, da ist ein Schild. Wolfen. Wolfen. Und halt zu erwarten. Wir rollen mal ganz langsam auf Signal zu. Und hoffen natürlich, dass es noch umstellt auf Fahrt, bevor wir ankommen. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Nee. Dann halten wir an. So. Angehalten. Zugbremse gelöst. Direkte Bremse angelegt. Okay, dann stehen wir jetzt wieder hier. In Wolfen. Und müssen warten. Aber das freut ja die Leute, glaube ich, im Sonderzug. Ne? Dann haben sie halt mehr Zeit, im Zug selbst zu verbringen. So, da kommt auch schon der Gegenzug. Vermutlich mussten wir echt auf den warten. Der hat auch sein eigenes Gleis. Ich glaube nicht, dass wir auf den warten mussten. Außer der kreuzt jetzt hier unsere Gleise, was ich nicht glaube. Nee. Tut er auch nicht. Okay, ah, unser Signal hat sich gerade umgestellt. Hervorragend. Einmal kurz gegrüßt. Die S2. So, VMAX 25.
Und einmal wieder hoch auf die 120, wobei wir natürlich wieder nur sehr langsam beschleunigen werden, weil, wie gesagt, wir fahren ja einem Regionalzug hinterher. Ich denke nicht, dass da groß in irgendeiner Form es so sein wird, dass der uns jetzt schon wegfährt. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir eine langsame Fahrweise mit anbringen. Damit wir nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Ne? Wir sehen schon, da ist schon das nächste Signal, das auf Halt steht. Da machen wir natürlich nur ganz piano. Ankündigung auf 70. Das wird natürlich bestätigt. Hertz Magnet aktiv. Wir können weiterhin beschleunigen, Leistung aufschalten. Nee, lassen wir mal die Beleuchtung lieber aus. Brauchen wir nicht. Wir durchfahren den nächsten Haltepunkt, der da heißt Kestnitz. Weg da. Ja, um das hier genauso nachspielen zu können, braucht ihr folgende DLCs. Und zwar natürlich Transom World 4 als Basis natürlich, das ist ganz klar. Die Strecke Rapid Transit, das Baureihe 182 DLC für Rapid Transit, Bremen-Oldenburg für die Lok, Bremen-Oldenburg für die N-Wagen und die linke Rheinstrecke für die für den Speisewagen und hier vorne für die Personenwagen. Genau, ja, das ist das, was ihr braucht, um das hier 1:1 genauso nachspielen zu können. Kurz mal einen Schluck trinken, ja, wobei, mache ich gleich, wenn wir an dem Signal vorbeigefahren sind, das uns wieder Halt ankündigt. So. Jetzt müssen wir mal schleunigst runter mit der Geschwindigkeit. Das war vielleicht ein bisschen sehr früh. Na komm, nicht stehen bleiben, liebe Lok. Ein bisschen weiterfahren können wir noch.
So mit 20 km/h, das passt ganz gut. Auch mit dem 500-Hertz-Magneten. Ach, sehr schön. Der 500er ist jetzt nicht mehr aktiv, wenn wir jetzt drüber fahren und befreien. Können wir uns auch schon. Hervorragend. Einmal wieder hoch, ja, auf ungefähr so 60 km/h. Bis Dessau sind es noch 16 Kilometer. Einmal vorbei am nächsten Haltepunkt. Ragun. Ob es irgendjemanden gibt, der in Ragun lebt und TSW spielt und sich freut, weil sein sehr, sehr kleines Örtchen namens Ragun, das sonst niemand in Deutschland kennt, es in diesen Simulator geschafft hat? Frage ich mich ganz ehrlich, gibt es da auch nur eine einzige Person in der Ragun, die TSW spielt? Das würde mich mal echt interessieren. Und was mich auch interessieren würde, ist, ob Leute, die vorher nie was mit Zugsimulationen am Hut hatten, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Bochum leben, irgendwann mal gehört haben, oh, es gibt Bochum irgendwie in diesem Simulator hier, wo man irgendwie mit dem Zug fahren kann, und die dann angefangen haben zu spielen, weil sie das erste Mal gehört haben, dass ihre Stadt, ihr Bahnhof im Simulator drin ist. Das würde mich mal echt interessieren, ob es da Leute gibt, die dadurch praktisch in den TSW hineingefunden haben, die dadurch überhaupt erst davon gehört haben, weil dann irgendwie auf einmal in den lokalen Medien es dann hieß, irgend so einer kleinen Spalte auf Seite 7, dass der Hauptbahnhof oder der Bahnhof oder der Haltepunkt von Ragun es jetzt in den Simulator geschafft hat. Das wäre auf jeden Fall witzig. Wir wagen es mal ein bisschen schneller zu fahren. Wir wollen ja auch keinen Zugstau hinter uns verursachen. Schön auf jeden Fall diese unterschiedliche Geräuschkulisse von den unterschiedlichen Wagen. Dass sie nicht alle gleich klingen, das freut mich schon mal sehr. Weg da! Sie sind zu nah am Gleisrand, beziehungsweise am Bahnsteigsrand.
So, noch 10 Kilometer bis Dessau. Ich wage es jetzt mal, noch ein paar mehr Leistungsstufen aufzuschalten. Dass wir vielleicht sogar auf unsere Vmax mit 120 heute kommen. Die 155, das habe ich letztens irgendwo gelesen, hat ein Entwickler von DTG gesagt, ist tatsächlich vom 3D-Modell her die gleiche, die im Train Simulator da ist. Das liegt einfach daran, dass die Train Simulator 155 von DTG einfach wirklich schon sehr, sehr, sehr gut war und ist für Train Simulator und DTG-Verhältnisse. Und man dann damals gedacht hat, okay, das 3D-Modell können wir auf jeden Fall einfach übernehmen von der 155. Das passt soweit. Klar wurde das Ganze natürlich hier angepasst für den TSV. Das ist jetzt keine 1:1 Kopie. Aber das 3D-Modell konnte auf jeden Fall so übernommen werden. Ich frage mich auch, ob die Nummerierung der Signale komplett fiktiv ist oder tatsächlich realistisch. So, wir lassen jetzt einfach mal nur rollen, ohne Leistung aufzuschalten, denn wir haben ein haltzeigendes Signal voraus. Na komm, vielleicht stellt es sich noch um. Nein. Bestätigen wir natürlich und bremsen. Da vorne ist auch schon das haltzeigende Signal. Und wir rollen ganz langsam drauf zu. Na, sehr gut. Das Signal ist wieder umgestellt auf Fahrt. Beziehungsweise hat sich wieder umgestellt auf Fahrt. Genau, das ist doch sehr gut. Wir trainspotten mal wieder ein bisschen. Befreien uns. Und sehen, dass wir bis Dessau nur noch 5 Kilometer haben. Hoffen wir, dass wir bis dahin zumindest frei fahren können. Da ist ein Talent 2. Der S-Bahn Mitteldeutschland. Mittelhochdeutscher Sprachraum, by the way. Historisch gesehen, sprachhistorisch. Na, wobei Dessau weiß ich gar nicht mehr so genau. Müsste man nochmal nachgucken. So, dann haben wir jetzt die Ankündigung auf Halt in 3,5 Kilometern und in 4,5 Kilometern Dessau. Das heißt also, das wird das Vorsignal sein für das Ausfahrtssignal in Dessau. Das heißt also, wir können eigentlich jetzt erstmal problemlos weiterfahren bis kurz vor Dessau. Schön so ein bisschen industrieller Gleisbereich, ein paar Gleisanschlüsse der Industrie.
stellen uns mal hier an den Rand. Natürlich mit Warnweste. Und schauen hier uns diese 155 an. Mit Mitropa Speisewagen. Toll. Also ich finde es halt schön, weil eigentlich sind das halt Wagen und Loks, die wir so in-game haben, die in bekannten Lackierungen unterwegs sind. Und wenn man die aber so ein bisschen zusammenmischt, ne, eine 155 mal mit so einem Personenwagen zusammenmischt, ein paar passende Lackierungen rauswählt, dann ist es immer noch ein komplett neues Fahrerlebnis, finde ich. Ne? Also jetzt hier so eine 155 im Personenverkehr und dann auch noch mit den entsprechenden Repaints in Ostdeutschland unterwegs auf der Strecke Leipzig-Dessau. Das ist dann auch, das ist dann einfach trotzdem nochmal eine neue Experience. Und das, finde ich, ist so das Tolle an TSW, dass wenn man da so ein bisschen kreativ ist, man sich da wirklich die ein oder anderen neuen Erfahrungen da selbst zusammenrangieren kann. Und das finde ich ziemlich cool. So, es blinkt. Da blinkt es nochmal. Eigentlich dürfte doch jeder Tausender nicht scharf sein, oder? So, hier aber natürlich schon. Meine Damen und Herren, wir erreichen nun Dessau, wo unsere Sonderzugfahrt heute enden wird. Beziehungsweise danach wird die Lok rumrangieren, im Grunde genommen einmal Kopf machen, an die andere Seite des Zuges ranfahren und den Zug wieder zurück nach Leipzig bringen. In der Zwischenzeit können Sie am Bahnsteig zugucken oder Sie holen sich ein Brötchen beim Bäcker Ihres Vertrauens. Die Abfahrt ist in 15 Minuten. Das werden wir allerdings heute dann nicht mehr machen, die Rückfahrt. Nö, aber ich glaube, so ist das ja gar nicht mal so unrealistisch, dass dann so eine Sonderzugfahrt von einem Ort zum nächsten stattfindet und dann wird Kopf gemacht und dann wird wieder zurückgefahren. Und so ist ja dann meistens so eine Tour, so eine Sonderzugtour, funktioniert ja in der Regel auf diese Art und Weise. Okay, dann halten wir an und machen die Türen auf, wie gehabt. Machen wir das einmal kurz manuell. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Ja. Genau, gerade bei den N-Wagen ist das, glaube ich, gar nicht mal so irrelevant. Huch. So, und hier einmal. Na, ja, doch auf jeden Fall ordentlicher Abstand. Tür auf. Und einmal hier noch die Türen auf. Und so, dann hätten wir das Ganze auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.